Das Alter der Fische. Das Alter der Fische unterliegt in der Koi-Haltung meist japanischen Bezeichnungen. Tosai kennzeichnet dabei die jüngsten Tiere einer Generation und bedeutet im Grunde nur die aktuell jüngste Generation. Tosai werden ab dem Schlupf als Tosai bezeichnet, welcher je nach Witterung meist im April bis Juni erfolgt. Sie bleiben sowohl im Jahr des Schlupfes Tosai bis ins nächste Jahr im Herbst, also wenn sie rechnerisch schon 1,5 Jahre alt sind. Da im Herbst in Japan die Fische aus den Teichen abgefischt werden, werden dann alle Koi ein Jahr älter, wenn also die neue Generation begutachtet werden kann. Nach 1,5 Jahren wird ein Tosai dann zum zweijährigen Nissai und im Folgejahr zum dreijährigen Sansai. Vierjährige Koi bezeichnet man als Yonsai, fünfjährige als Gosai. Der Vollständigkeit halber blende ich euch auch die weiteren Bezeichnungen ein.